Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Networking Friday am 30.06. Halbzeit des Jahres rum. Ich sehe, wir haben etliche Teilnehmer schon da. Ich würde mal ganz kurz vorher den obligatorischen Check machen, wenn ihr mich hören könnt. Und wenn ihr ein Bild seht, das sollte jetzt momentan gerade draufstehen, dynamische Stromtarife bei OpenEMS, dann bitte genau einmal unten auf die Reaktion und Daumen hoch, passt, dann sehe ich die hier fliegen. Das auch gleich als Hinweis während der Präsentation, wird es so sein, dass ich die Chatnachrichten nicht lesen kann und heute auch keine zweite Person hat, die auf die Chats Acht geben kann. Bitte das Reaktionsmöglichkeit nutzen, um mich im Prinzip zu unterbrechen und gegebenenfalls eine Rückfrage zu stellen. Wie bei allen Networking Fridays, wenn wir mit einem hoffentlich kurzweiligen Impuls starten, haben dann anschließend die Möglichkeit, uns an virtuellen Tischen Platz zu nehmen und uns zu dem Thema austauschen. Der Impuls soll auch tatsächlich nur ein Impuls sein, heute zu einem recht komplexen Thema, nämlich dem Thema dynamische Stromtarife. Da gibt es einiges am Markt, es gibt ganz viel Interesse am Markt. Wollen es uns ein bisschen angucken und ja, ich werde nur Herausforderungen und Lösungsansätze liefern. So viel schon mal als kleiner Vorgeschmack. Wie alle Sitzungen wird auch diese Sitzung aufgezeichnet. Zumindest der Teil, der hier auf der Mainstage stattfindet. Also nicht der Teil, der später auf der an den Tischen stattfindet. Kann auf YouTube angeguckt werden. Auf der OpenEMS.io Homepage. Bei den Networking Fridays gibt es rechts im Menü einen Eintrag. Kann man sich auch die vergangenen Sessions angucken. Dementsprechend, wir wollen das immer möglichst interaktiv. Man darf sich nicht nur melden, also mit diesem Reaktionszeichen, sondern man darf, wenn man mich angechattet hat, über die Message-Funktion auch gerne auf die Bühne kommen, Fragen stellen direkt. Das ist meistens viel lebendiger und viel interaktiver als wenn ich hier zum Monolog aushole. Dennoch, Impuls soll dazu dienen, zum Gespräch, zum Fragenstellen einzuladen. Wollen wir mit dem Impuls anfangen, dynamische Stromtarife mit OpenEMS. Zunächst, was sind dynamische Stromtarife und sind sie überhaupt so neu? Andere Bezeichnung ist erstmal lastvariable Tarife bzw. variable Stromtarife. Das kennen wir heute und das kennen wir schon sehr viele Jahre. Wer nämlich ein Großstromverbraucher ist, der hat das schon, nämlich mit der registrierten Leistungsmessung, bei dem er eine Maximalkapazität hat, die er nicht überschreiten darf, bei dem eine Planung für jede Viertelstunde, wie viel Strom wird bezogen zu der Viertelstunde und dann auch unterschiedlich bepreist werden kann. Was wir allerdings, um es ein bisschen vereinfachter zu machen, unter dynamischen Stromtarifen heute eigentlich verstehen sind, dass ich eine Vorhersage bekomme, morgen kostet mich um die Uhrzeit der Strom so viel und darauf reagieren. Reagieren kann ich als Mensch, indem ich sage, ich muss nicht unbedingt mein Auto laden, wenn der Strom besonders teuer ist, oder ich muss nicht unbedingt meine Wäsche waschen, wenn der Strom besonders teuer ist. Reagieren kann ich am besten, indem ich meine Butler, meine automatischen Assistenten dazu befähige, dass sie reagieren, dass sie für mich die Waschmaschine einschalten. Das ist das, was man sich auch am leichtesten vorstellen kann. Oder mein Auto laden. Und das ist Energiemanagement. Das sind Energiemanagementsysteme. OpenEMS als eines der vorhandenen Energiemanagementsysteme bringt da einiges mit, das werden wir später auch sehen. Aber ich tue an ein Assistenzsystem eine wirtschaftliche Entscheidung ausgliedern, hat noch wesentlich mehr Aspekte. Dementsprechend habe ich meinen heutigen
Impuls, auch ein bisschen untergliedert. Wir werden uns zuerst mal das Thema durchgehen. Was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich dynamische Stromtarife? Wie kann man sie unterscheiden? Was für Möglichkeiten gibt es an der Stelle? Dann gibt es, wie bei allem, auch einen quasi regulatorischen Rahmen in den sogenannten Tarifanwendungsfällen. Die werden wir angucken. Damit etwas dynamisch sein kann, muss man es auch messen, etc. Sehr dynamisch, wo wir kennen, wo man es auch ganz gut vergleichen kann, ist an der Zapfsäule die Benzinpreise. Die sind auch hochdynamisch. Das weiß jeder, der mal sich gewundert hat, warum innerhalb von einer Stunde der Tank plötzlich doppelt so teuer wird oder deutlich teurer wird. Dazu gehört Messwesen hinten dran, weil das ist der Zeitpunkt, wo was genau passiert ist, muss gemessen werden. An der Zapfsäule ist es meine Zapfsäule, die ein geeichtes Messwerk hat. Bei uns sind es klassischerweise die Stromzähler, die ganz wichtig sind. Entsprechend haben wir da Anforderungen an das Messwesen. In der täglichen Praxis, kleiner Disclosure, die Stromdau bietet seit dem Jahr 2017 einen dynamischen Stromtarif an, gibt es gewaltige Fallstricke. Da werde ich ein bisschen Spielverderber sein, das sage ich auch ganz klar dazu. Jeder, der nur auf das Hype-Thema gucken will, der soll da am besten an der Stelle dann weggucken. Fallstricke, Haftungsrisiken, ich bin kein Rechtsanwalt, definitiv nicht, es ist keine Rechtsberatung, aber wie man ganz viel Geld verlieren kann, findet man in den Fallstricken dann drin. Dann natürlich müssen wir das Ganze noch zusammenfassen, was ist heute in OpenEMS bereits drin. Ein bisschen die Anbindung, ein bisschen die Anbindungspunkte uns angucken, aber auch, und das ist dann, geht dann auch in den Ausblick dann über, was wird so die nächsten Monate sich an Entwicklungen geben. Da ist weniger in der Technik, weil die Technik haben wir eigentlich heute, sondern mehr in der Verfahrenspraxis, in der täglichen Anwendung. Gut. Fangen wir doch mal vorne an. Damit etwas dynamisch sein kann, muss ich es an irgendetwas festmachen. Der Mathematiker würde jetzt sagen, ich brauche eine abhängige und unabhängige Variable. Eine Abhängigkeit, der Strompreis, also was kostet eine Kilowattstunde Strom, muss ich an irgendwas bestimmen. Und da gibt es momentan am Markt eigentlich zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wie die Einsatzhäufigkeit von der Braunkohle zu den Gaskraftwerken. Das ist nämlich das, was es gibt. Das sind Termingeschäfte. Wenn ein Braunkohlekraftwerk hochgefahren wird, wird Strom erzeugt, der relativ günstig ist im Vergleich zu einem Gaskraftwerk. Das sind Termingeschäfte, das wird geplant, das wird auf lange Zeit geplant, weil man muss genügend Braunkohle gefördert haben. Das dauert ein paar Tage. Oder im Lager haben, auf Halde haben, damit man erzeugen kann. Aber das geht auch kurzfristig, wenn man sich so ein Kraftwerk anguckt, besonders bei den Gaskraftwerken, habe ich einen Dampfkessel, da kann ich wirklich so von einer Viertelstunde in die nächste Viertelstunde auch meine Erzeugung verändern. Habe ich Termingeschäfte? Termingeschäfte macht man üblicherweise an der Börse, dass jemand sagt, ich bräuchte morgen 10 Megawattstunden Strom, zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr und jemand anders als Anbieter dafür auftritt. Da kann man komplett ausklammern, die Erneuerbare, denn die Erneuerbaren haben da erstmal keine Grenzkosten, deswegen können die keinen Preis bestimmen, deswegen fallen die eigentlich bei der ganzen Strompreisthematik bei den Termingeschäften hinten weg. Denn selbst wenn ich unendlich viel Geld dem erneuerbaren Energieerzeuger biete, wenn er nicht mehr hat, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn der Wind nicht mehr weht, kann er schlicht und einfach zu der Zeitpunkt auch nicht mehr liefern. Andersrum, wenn er ganz viel Strom hat, kann er nichts anderes machen, wie den tatsächlich auch erzeugen. Ja, an der Stelle gibt es Speichern, an der Stelle gibt es Flexibilität, also man kann an der Angebots- und Nachfrageseite schon etwas machen im Termingeschäft. Aber die Erneuerbaren spielen eigentlich keine Rolle. So,
Und dann gibt es aber Anbieter von dynamischen Stromtarifen, die ganz arg immer auf diesen Börsenhandel draufgehen und sagen, das wäre so eine grüne Sache, weil niedriger Strompreis heißt viel Strom aus Erneuerbaren. Ja, ist nicht so. Oder muss nicht so sein. Natürlich haben die einen Einfluss, aber geben nie die Preisgestaltung vor. Das sehen wir insbesondere daran, wer auf seine Stromrechnung guckt, der weiß, dass wir haben aktuell noch für die Privathaushalte die Strompreisbremse drin. Strompreisbremse, warum? Wegen einem Ukraine-Krieg hat die Sonne weniger geschienen, hat der Wind weniger geweht, gibt es weniger Erzeugungsanlagen von Erneuerbaren? Nein, dennoch ist der Strompreis gestiegen. Warum? Gaskraftwerke war durch Nord Stream 2, durch die Zerstörung, durch nicht gefüllte Lager, durch weniger Lieferung, war Gas knapp. Diese Knappheit hat sich durchgezogen und hat in der Vorschau schon gezeigt, dass der Preistreiber Gas teurer wird und die Braunkohle an der Stelle nicht in dem Maße nachkommen kann, wie es ist. Deswegen, Termingeschäfte, Börsengeschäfte kann man gut als Indikator nehmen. Da kann man den Liefervorlauf und die Planung von eben genau zum Beispiel den Gasspeicher nehmen, die geben einen Preis, die kann ich auf einen Tag im Voraus, die kann ich auf einen Monat im Voraus, die kann ich auf ein Jahr im Voraus machen. Das ist ein Preisindikator für dynamische Stromtarife. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich einen Kontrakt, also einen Vertrag habe für eine bestimmte Lieferung im Dezember, habe ich mir gesichert an der Börse ganz, ganz, ganz viel, kann ich natürlich diese Information nutzen und kann in eine Handelstätigkeit eingehen. Eine andere Möglichkeit sehen wir auf der linken Seite, da am Beispiel der Stadtwerke Tübingen, aber genauso gibt es auch etliche andere, Energie Ried und Co. Gibt da etliche Anbieter, die das machen, die das hauptsächlich für Gewerbekunden, aber eben auch für Privatkunden mittlerweile, die an anderen Faktoren, nämlich an der Verfügbarkeit von Erneuerbaren. Denn das ist eigentlich das, wo zumindest die ökologisch nachhaltig Denkenden immer drauf hinaus wollen, die sagen, okay, ich kann eben nicht mein Windrad schneller drehen lassen, selbst wenn ich ganz tolle Preis bekomme an der von einem Abnehmer. Ja, besser wäre es, die Nachfrage auch noch ein bisschen zu verringern. Also gebe ich einen Indikator heraus, dass ich meine Erzeugung, die ich habe, offenlege und sogenannte Demand Response, die Nachfrage, darauf reagieren lassen. Diesen Indikator macht man sinnvollerweise auch an einem Preis fest, an einer Kostenfunktion fest. Kann ich herausgeben, kann sagen, wenn ich morgen schon plan oder weiß, dass ich sehr viel habe, aber momentan noch gar nicht so viel verkauft habe, dann gehe ich ein bisschen mit meinem Preis runter. Im Gegensatz zum Börsenhandel ein sehr direktes Geschäft. Zum Beispiel abhängig vom Wetter. Klassisches Demand-Response. Die Nachfrage reagiert auf die tatsächliche Dargebot, auf die tatsächliche Verfügbarkeit. Im Vergleich zur Börse habe ich also nicht einen nationalen Strompreis, wobei man schaut mal auf die EPEX Spot bzw. auf die EEX-Webseite, dann ist es auch gar nicht so klar, dass es ein Tarif ist. Hängt nämlich davon ab, was für ein Termingeschäft ich genau hinten dran mache. Das ist die eine Möglichkeit, das habe ich national, aber ich habe auch zum Beispiel diese wetterabhängigen und nachfrageabhängigen, wo der Preis eigentlich dazu dient, damit zwei Parteien besser miteinander zusammenarbeiten können. Die Nachfrage zum Beispiel auf das Angebot reagiert, das Angebot bedingt offenlegt, wo es denn eigentlich momentan ist. Beides kann man, wenn man Energiemanagementsysteme im Hintergrund dann nutzt, um das zu machen. Beides läuft eigentlich über dieselbe Technik. Es ist immer eine Kostenfunktion, die in den Energiemanagementsystemen dafür vorhanden sein muss, abgearbeitet wird, weil, wenn etwas unterschiedlich kostet, Kostenfunktion, kann ich priorisieren, kann sagen, ich nehme jetzt eher das, ich lade jetzt lieber meinen Speicher, weil ich weiß, mein Strom wird gleich teuer. Deswegen mein bezogener Strom wird gleich teuer, deswegen lade ich jetzt lieber meinen Speicher, dann kann ich mich nämlich in der teuren Zeit des Stroms aus meinem Speicher bedienen. Und so weiter, kann man eine beliebige Komplexität machen. Damit wir das Ganze organisiert und strukturiert in irgendeiner Form unterbringen, sind
sogenannte Tarifanwendungsfälle definiert. Es sind sehr viele Tarifanwendungsfälle definiert. Und da möchte ich jetzt mal die, die wir kennen, ist eigentlich der, also den jeder von Ihnen kennt, mehr oder weniger, ist der, wo man einmal im Jahr seinen Stromzähler abliest, seinem Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Schräger, Energieversorger mitteilt. Und dementsprechend zahle ich dafür dann auch nur einen Preis für alle Kilowattstunden Strom, die ich in der Zeit bezogen habe. Das ist der datensparsamste Tarif. Merkt man schon, eine Ablesung geht relativ klar. Dann gab es früher, die gibt es heute in der Form eigentlich fast nicht mehr, zeitvariable Tarife. Hört sich auch nach Variable an, aber ist eben wenig dynamisch. Da habe ich einen Hochtarif, Niedertarif, kennt man auch früher, Wärmetarife, war das ganz arg drin. Nachtspeicherheizungen sind dadurch entstanden. Eigentlich aus dem Ding, dass ich nachts eine Überkapazität hatte. Hauptsächlich aus den Atomkraftwerken, die schlechter reguliert werden können, schlechter nach unten ihre Leistung begrenzen können. Die fährt man besser auf einer bestimmten Ding durch. Deswegen wollten wir nachts die Nachfrage erhöhen für Strom, den man sowieso braucht. Nachtspeicherheizung kam da raus. Zeitvariable Tarife. Dann gibt es noch lastvariable Tarife, wo man mit, wo es darum geht, welche Spitzenlast man eigentlich zieht. Da wir ein einfaches Beispiel, Industriebetriebe kennen das, die versuchen, möglichst eine geringe Spitzenlast zu erzeugen. Peak Shaving kommt auch daraus, also Spitzen abzukletten. Da ist immer mein Lieblingsbeispiel davon, die Deutsche Bahn, die macht das nämlich par excellence. Die sagt, wir wollen wenig Lastspitzen produzieren, also werden in einer Viertelstunde, um die es geht, Achtung, 5 Minuten machen da nichts aus. Ich kann mal 5 Minuten über meiner Lastspitze eigentlich drüber sein, solange ich in den restlichen 10 Minuten des Viertelstundenblocks unten drunter bin. Die Bahn macht das so, sie tut immer einen ICE beschleunigen lassen, während ein anderer gerade am Bremsen ist. Damit hab ich die Spitzenlast auch schon weg. Ja, im Großen hat auch die Bahn ihre lastvariable Tarif, damit sie die Spitzenlast senken können, damit sie im Prinzip günstiger sind. Die für uns am relevantesten sind, die Tarifanwendungsfälle, ist der Tarifanwendungsfall 5 und der Tarifanwendungsfall 7. Man merke die schönen Pfeile, die hier drin sind. Die sind alle gar nicht so neu, auch in ihrer Umsetzung. Das eine ist ein Ereignis, das ursprünglich ist. Dieses Ereignis kann sein, dass eben zu wenig Strom erzeugt wird für Luxussachen. Das klingt jetzt so wie ein bisschen nach Verknappung auf Friedenszeiten. Aber daraus entstanden sind dann zum Beispiel die abschaltbaren Lasten. Wenn ich eine Last habe, die ich zur Not vom Netz nehmen kann, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, weil ich einen Wärmespeicher habe, der macht das nichts aus, wenn ich mal ein paar Stunden keinen Strom habe. Im Vergleich zur Schiebetür beim Supermarkt, da ist es ganz blöd, wenn die mal ein paar Stunden keinen Strom hat. Das sind diese ereignisvariablen Tarife, kann ich dafür machen, geht da noch in die Netzentgeltverordnung rein und so weiter und so weiter. Und dann das, auf das heute Angebote, wie auch das von der Stromdau, wie ein Tripper oder ein Avatar und wie sie denn alle heißen, wo die meistens drauf aufbauen, sind die sogenannte Zählerstandsgangmessung. Zählerstandsgangmessung klingt kompliziert, das Wort gibt es seit 2012 in diesem Ding und heißt nichts anderes. Bis um 2 Uhr nachts müssen alle Ablesungen, Viertelstunden genau, der Zählerstand bekannt sein, um eine Abrechnung machen zu können. Das ist die Anforderung an eine Zählerstandsgangmessung. Früher auch RLM-Light genannt ein bisschen oder mal als RLM-Light bekannt gewesen. Das heißt, was hat man da zur Abrechnung? Was hat man in diesen Tarifanwendungsfällen? Man hat 96 Viertelstunden hat er einen Tag. Man hat 96 Zählerstände, die aufeinander aufbauen. Und auf der kann ich dann meine Abrechnung machen, meine sogenannte Bilanzierung dann auch machen.
und kann meine Abrechnung für den letzten Tag machen. Ja, dazu brauche ich natürlich irgendeine Möglichkeit, das auszulesen, damit ich so einen Tarifanwendungsfall machen kann. Machen heute die Smart Meter ohne Probleme. Und ja, jeder, der sich mit IT auskennt, weiß, genau an der Stelle kann es natürlich auch gewaltig Störungen geben. Dazu aber dann nochmal später mehr. Also die Tarifsanwendungsfälle geben den Rahmenwerk ein, wie Dinge gemacht werden können. Da sind noch ein paar mehr Sachen drin definiert, die aber für die dynamischen Tarife eigentlich keine Rolle spielen. Häufigste Umsetzung heute, dieser TAF 7, in manchen Fällen auch noch der TAF 5, der an der Stelle genutzt wird. Ich habe es gerade eben schon genannt, es gibt ein paar Anforderungen ans Messwesen. Das Messwesen muss deutlich dynamischer sein, wie eine Postkarte ausfüllen und einen Zählerstand draufschreiben oder dass jemand vorbeikommt und selbst auf den Zähler guckt, Zählerablesung, die müssen in irgendeiner Form organisiert sein. Es muss ein vollständiger Lastgang vorliegen, es dürfen also zwischendrin keine Zeitscheiben fehlen, also keine Viertelstundenblöcke fehlen, weil eben gerade mal die Internetverbindung gestört war oder die Kommunikationsverbindung gestört war. Damit ich sowas anbieten kann, brauche ich zusätzlich, es gibt ja verschiedene Rollen im Stromnetz, der Netzbetreiber braucht die Daten und der Stromlieferant braucht die Daten. Dazu muss ich an denjenigen, der diese Daten eigentlich der dafür zuständig ist, ist der Grund oder der wettbewerbliche Messstellenbetreiber, der eine geeignete Schnittstelle anbieten kann. Das passiert in aller Regel heute über die Marktkommunikation. Die Marktkommunikation wird im Moment gerade von einem alten E-Mail-basierten Verfahren umgestellt auf einen eher neueren Webservice, also ja, so in Echtzeit funktionierenden E-Mail weiß ich, das ist wie Briefpost. Webservice ist so modern, schnickipicki, was sich AS4 nennt, eine andere Art der Kommunikation, wo es dann natürlich auch möglich macht, dass man einen Webservice aufruft, um für einen Kunden herauszufinden, wie hat er denn tatsächlich Strom verbraucht. Was ich sehr stark brauchen, das werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail sein, sind Signaturdienste. Signaturdienste dienen dazu, die tun mir Daten unterschreiben. In dem Augenblick, wo ich eine Unterschrift unter Daten gesetzt habe, eine elektronische Unterschrift, stehen die Daten erstmal fest und es ist nachweisbar, dass es unveränderlich ist. Und dieses unveränderlich Nachweisen brauche ich in der gesamten Prozesskette. Wenn ich das habe, wenn ich diese Daten schön digital signiert, sodass man sie auch anschließend wieder überprüfen kann, wann wurde die signiert, sind auch nicht verändert worden, dann brauche ich noch ein System, was mir letztendlich eine Art oder was mir die Abrechnung erstellen kann, was eben so eine Dynamik machen kann. Da gibt es unter anderem im SAP drin, im ICU, entsprechendes Modul. Da kam wieder der Begriff RLM Lite hoch, was mir eben aus diesen signierten Datensätzen 96 Zählerstände eigentlich eine Abrechnung macht. Und natürlich muss darüber Einigkeit bestehen, was in den Daten drinsteht. Wie sehen solche Datenfeeds aus? Nein, man muss das nicht lesen. Das ist jetzt ein Datenfeed, der von uns ist, der eins vorgelagerte. Und was da ganz wichtig ist in diesen Datenfeeds drin, hatte ich gerade eben auch schon genannt, ist die Zeile, die man nur sehr schwer lesen kann, aber die besonders lang ist und ganz kryptisch aussieht, und das ist die Signatur. Denn es gibt verschiedene Dinge, die hier beglaubigt werden müssen, zum Beispiel mein Zählerstand, eigentlich meine Leistung auf jeder Phase, meine durchschnittliche Leistung auf jeder Phase. Das sind mehrere Daten, Datum, ein Datum, mehrere Daten, mehrere Datensätze, und die müssen zusammen in ein Paket geschnürt werden und dann unterschrieben werden. Und diese Signaturen sind ganz lang, sind kryptografische Verfahren. Und auf diese Kryptografie muss man an der Stelle ganz arg achten, denn ansonsten tappt man in eine Falle rein. Denn eine der in der Praxis leider sehr häufig vorkommenden Themen ist die Haftungsfrage.
ich will dieses Haftungsproblem in aller Größe leider dieses. Wer haftet für falsche Abrechnung? Und es ist nicht nur die Abrechnung, die ich habe, wenn ich am Ende des Monats meine Rechnung bekomme, sondern eben auch die Haftung, wenn ich irgendwo eine Information angezeigt bekomme. Beispiel, wer haftet dafür, wenn ich geplant habe, jetzt meine Waschmaschine, Entschuldigung, nehmen wir mal als bestes Beispiel, jetzt meine Waschmaschine zu starten in der Annahme, der Strompreis wäre günstig, aber in Wirklichkeit ist er gerade beim Zehnfachen von dem, was ich denke. Bin ich falsch oder ist mein Abrechnungssystem falsch gewesen? Das ist ein Problem, was in der Praxis tatsächlich dazu führt, dass es A, in Hülle und Fülle falsche Abrechnungen gibt. Also dass es sich, wo Technik ist, in 100 Zeilen Code gibt es mindestens 10 schwerwiegende Fehler. Dementsprechend sind auch solche Abrechnungssysteme mit schwerwiegenden Fehlern. Da ist eben mal 1 plus 1 dann immer gleich 2. Und es gibt natürlich auch technische Schwierigkeiten. Was ist, wenn jetzt gerade meine Internetverbindung nicht verfügbar ist? Wenn eben jetzt gerade ein Ersatzwert gebildet werden muss, wo ich meine Waschmaschine, wer haftet jetzt eigentlich dafür, dass meine Kommunikationsverbindung ausgefallen ist, dass sie vielleicht auch mal 2-3 Tage ausgefallen ist. Man denke auch mal an eine Naturkatastrophe vor 2 Jahren im Ahrtal, wo über Wochen, wenn nicht sogar Monate, genau das jetzt nicht mehr funktioniert. Was ist am Tag danach, wenn ich meine Abrechnung machen will? Was zahle ich für meinen Strom? Was habe ich dafür gezahlt, wenn unwiderruflich die Daten weg sind? Wer meint, das kommt gar nicht so oft vor, doch etwa 20-30% der Abrechnungen sind schlichtweg falsch. Gibt es auch Zähler, Firmware-Updates auf Zähler, die automatisch aufgespielt werden, die fehlerhaft sind, dementsprechend auch fehlerhaft Daten übermitteln. Plausibilitätschecks und so weiter, die da hinten dran sind. Das war alles mit den alten Ferraris-Zählern, ich sage mal, ein Stück weit besser oder einfacher, denn ich musste auf Datenqualität gar nicht so viel Wert legen. Jetzt haben wir mit den Energiemanagementsystemen, die freundlich ausgedrückt nicht aus der SCADA-Ecke kommen, also Kraftwerksbetrieb, sondern eher aus der Heimautomatisierungsecke empor entstanden sind, habe ich ein Thema, da zeigt man gerne Sachen zur Information an. Und sobald es um Geld geht, sobald es um Kosten geht, hört die Freundschaft immer auf. Deswegen auch an der Stelle, wer haftet für eine Information, die ich da gebe, wenn ich da zum Beispiel einen Strompreis anzeige oder wenn ich sage, wenn du die Waschmaschine, also das ist ein typischer Fall, den heute ein Energiemanagement machen kann, wenn du deine Waschmaschine um 16 Uhr erst einschaltest, dann sparst du 20 Cent für den Waschgang. Wenn ich so eine Aussage mache, der Kunde verlässt sich oder der Nutzer verlässt sich drauf. Wer haftet für diese Aussage? Da ist ganz viel Musik drin und es wird momentan eher halbherzig gemacht. An der Stelle hilft tatsächlich dieses ganze Signaturthema. Denn was ich dann immer mache, ist, ich liefere die Signatur mit. Der Kunde hat auf der Information, er kann die Signatur, macht man technisch, muss man nicht händisch machen, er kann die Signatur überprüfen und kann sagen, ja, auf diesen Preis oder unter dieser Maßgabe habe ich meine Entscheidung getroffen. Das kann auch ein Energiemanagementsystem im Hintergrund protokollieren ordentlich. Und deswegen ist es zu dieser Veränderung gekommen. Risiken, die dadurch entstehen. Es gibt mindestens 2 mir bekannte große, also mit mehr als 1 Million Kunden in Deutschland, Stromlieferanten, die mittlerweile nicht mehr am Markt sind, die genau hier in Haftungsprobleme
es klingt so langweilig, über den Verbraucherschutz hinausgewachsen sind. Zumindest in Deutschland, aber in den Niederlanden ist es bekannt, da gibt es auch ein Energiemanagementsystem, das eben, schön, wir machen ein Widget rein und zeigen da irgendwas mit Preisen an. Und dann hat sich der Kunde drauf verlassen und da ging es nur ein paar Cent oder ein paar Euro. Und letztendlich ist die Frage, wenn da eine Falschaussage drin war, wer haftet? Und gerade bei einem Open-Source-Projekt, Achtung, die Antwort ist nie, es haftet keiner, Gerichte ticken da ein bisschen anders. Das Ganze unter der Maßgabe, nein, ich bin kein Anwalt, das ist keine Rechtsberatung, sondern soll darauf hindeuten, bitte mit Signaturen arbeiten, sobald es im Bereich von dynamischen Stromtarifen geht, egal was man daraus für einen Nutzen machen kann. Es geht, technisch ist alles vorhanden, man muss es nur tun und man braucht eine gewisse Sensibilität, denn es ist eben nicht nur zur Information, zur Belustigung, sondern es sind aktive Entscheidungen, die im Zweifelsfall richtig Geld kosten können. Richtig Geld, wie das automatische Trading. Und wenn da was falsch läuft im Trading-Bot, sind auch mal ganz schnell richtig Geld weg. Beispielsweise bei einem Stromtarif, so hatten wir das, oder Börsenstrompreis von über 200 Euro, das hatten wir vor einiger Zeit noch häufiger mal, sein Auto zu laden. Wenn das ein System versehentlich verursacht, blöd, dann wird es richtig teuer. Und nicht nur teuer für den Kunden, sondern im Zweifelsfalle auch eben für denjenigen, der das Angebot geschaffen hat. Also für das Stadtwerk, Stromlieferant, Energieserviceanbieter und so weiter und so weiter. Es gehen hier immer quer ab, Pfeile. Man hat so gewisse Domains, an der Aufgaben, Use Cases, Anwendungsfälle, die zu den variablen Stromtarifen dazugehören und die auch in OpenEMS. In einem aktuellen Projekt, wo wir ganz viel mit der Gaia-X-Struktur oder moderne Systemarchitekturen uns auseinandersetzen, haben wir mal ganz vereinfacht gesagt, was ist eigentlich so ein Energiemanagementsystem und was ist eigentlich das, was OpenEMS macht? Das ist eigentlich ein Datenraum. Und dieser Datenraum mit seinen Regeln und Abhängigkeiten und wo gehen welche Datensätze im Prinzip hin, hat verschiedene Ausgänge. Ich fange jetzt mal ganz unten an. Und nehme ich erstmal den Messstellenbetrieb. Also alles, was meine Stromzähler sind. Achtung, da gehört auch gleich schon wieder das Submetering dazu. Also die Untermessung. Unterzähler zum Beispiel für eine Wärmepumpe, für das Auto etc., das eben behandelt werden muss. Wir haben in dem Energiemanagementsystem, in dem Datenraum, haben wir bereits in irgendeiner Form immer ein Fahrplanmanagement. Wann soll meine Wärmepumpe warm Wasser machen? Wann soll mein Auto geladen werden? Das ist ein Fahrplan, der entstanden wird. Und dieser Fahrplan basiert auf einer Prognose von etwas, was in Zukunft getan werden wird. Also, das ist auch ein Teil von diesem Datenraum und das ist, der Fahrplan wird verändert durch den dynamischen Stromtarif. Dann haben wir die Bilanzierung auf der Energieseite. Da gibt es ganz strikte Bilanzkreismanagement, bla bla bla. Gibt es ganz strikte Regeln, an die zu halten sind. Ansonsten würde unser Stromnetz, insbesondere ein Verbundnetz wie das europäische Verbundnetz, nicht funktionieren, wenn diese Seite in irgendeiner Form Deutungsspielräume lassen würde. Aus dieser Bilanzierung raus ist dann letztendlich die Abrechnung, also das, was tatsächlich auf meinem Bankkonto dann weggeht, für Strom, den ich bezahlt habe oder für eingespeisten, wenn ich eine Erstattung bekomme. Was dafür zu machen ist, das leitet sich aus dieser Bilanzierung ab. Auch da ist der Datenraum des Energiemanagementsystems eigentlich der Datenlieferant und jetzt mit variablen Tarifen ist natürlich ganz wichtig, was da mit wem zusammenhört. Letztendlich haben wir
auch noch in-house, also behind the meter, das, was hinter dem Hauptstromzähler passiert, einen Energieflussmanagement. Das ist das, was ein Energiemanagementsystem eigentlich machen sollte. Und ein Dispatch, das heißt eine Zuordnung zwischen Erzeugung und Verbrauch im klassischen Sinne und der Verwaltung dahinter. Also mein Dispatch, was letztendlich dann in den Fahrplan übergeht, was letztendlich kontrolliert werden muss mit der Bilanzierung, mit dem Metering, da wird es dann erfasst und dann anschließend in der Bilanzierung auch wirklich so umgesetzt. Das ist alles, was sich in diesem Datenraum Energiemanagementsysteme abspielt und ganz arg abspielen muss, wenn es im Bereich von dynamischen Stromtarifen fällt eine dieser Komponenten weg, werden automatisch alle Komponenten in Mitleidenschaft gezogen und ich kann das, was ich mir eigentlich verspreche, nicht mehr halten. Zum Beispiel dann eben auch keinen dynamischen Stromtarif nutzen zu meinem Vorteil. Was auch immer mein Vorteil ist. Außer Strom zu sparen, außer Kosten zu sparen. Ein Schaubild, was von meinem Kollegen Christoph Wiedmann schon, glaube ich, vor 4 Wochen gezeigt wurde am Networking Friday, ist, wie eigentlich das von der Struktur her aussieht. Da gibt es verschiedene Stufen. Das, was ich gerade genannt habe, das Schaubild von vorher, passt sich eigentlich in diese unteren beiden Boxen rein. Behind the meter, was passiert eigentlich hinter dem Zähler, was passiert eigentlich innerhalb des Energiemanagementsystems, das eben aber nicht als isolierte Insel irgendwo in einem Raum abgeschlossen, kommuniziert nicht mit der Außenwelt, sondern jetzt massive Kommunikationsstränge haben muss mit der Außenwelt, um die inneren Abläufe in einer sinnvollen Art und Weise zu kontrollieren. Jetzt habe ich gerade eben einen ganz schlimmen Blick unten auf die Uhr gemacht und stelle schon wieder fest, dass ich massiv überzogen habe. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Bedanke mich allerdings für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant und würde mal kurz auf Messages gehen und nachfragen. Erste Frage, ist überhaupt noch irgendjemand da? Dann bitte einmal nochmal Daumen hoch oder ihr Dankeschön. Dankeschön. Es ist also noch jemand da. Bei Fragen jetzt direkt stehe ich natürlich gleich auch an den Tischen zur Verfügung. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, das Dumme ist, dass ich in einer neuen Ansicht bin. Da weiß es nicht, es gibt irgendwo die Handheben. Über die Handheben-Funktion darf man fragen, werde ich darauf aufmerksam gemacht und kann dann auf die Bühne einladen. Und man darf sich trauen, denn genau von diesen Fragen lebt man. Kevin Settler, nicht wundern, es kommt gleich. Herzlich willkommen auf der Bühne. Hallo, man versteht mich schon? Ja. Also hallo und danke für die Gelegenheit. Ich bin ein bisschen, also nicht entsetzt, aber auf jeden Fall verwundert, dass die Fehleranfälligkeit bei 30%, haben Sie gesagt, liegt. Für falsche Prognosen der Kosten. Oder 20-30%, hat Sie gesagt. Und würde ja gern wissen, wie man das minimieren kann, außer mit Signaturen. Tatsächlich ist ein Prozessthema und ein Schnittstellenthema. Die Schnittstellen sind zum Teil ungenügend definiert. Sind teilweise nur für den, also wenn man es jetzt im Programmierstil sagt, man hat das Exception Handling nicht sinnvoll gemacht. Stefan nebenbei, ich werde dich auch gleich auf die Bühne holen. Mach nur meinen Satz noch fertig. Es gibt heute der Zähler, wo man denkt, sie würden Daten jeden Tag senden und nach einem halben Jahr wird festgestellt, dass sie keine Daten senden. Okay. Das ist ganz klassisches Exception Handling, was da schiefgegangen ist. Wir machen alle Fehler. An dem Bereich
klingt es aber eher so, es hat keiner bemerkt, dass es dann doch irgendwo kritische Infrastruktur ist, die da an der Stelle eingesetzt wird. Hauptsache es funktioniert einmal. Wenn der Installateur es in Betrieb nimmt und wenn dann der Kunde versehentlich den Netzkabel zieht, früher hat man das über die Putzfrau gesagt, Entschuldigung, die versehentlich beim Putzen das Netzkabel zieht. Und genau, was hätten wir dann, Probleme. Ja, was hätten wir für Möglichkeiten als Endkunde, also nicht als Programmierer, sage ich mal, das zu beheben, sondern als Endkunde da irgendwie einzuschreiten und zu schauen, dass das besser ist oder als Planer das eben besser zu machen, wenn man aber nicht direkt an der Entwicklung der Software sitzt? Genau, die Gegenseite, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat eigentlich der Verbraucher ganz gute Möglichkeiten, solange er es ein bisschen nachweisen kann, und das ist so blöd wie es klingt, der Verbraucherschutz. Es gibt in Deutschland mittlerweile zwei, einer, die ganz bekannt sein, Nordrhein-Westfalen. Grüße an der Stelle an Uwe Sieverding, die wirklich aktiv sind und auch hinten dran sind. Denn das Problem ist selten auf Seite des Kunden. Ursächlich selten auf der Seite des Kunden, der ein Stück weit ein Vertrauen aufbringt, für dass die Abrechnung stimmt, und dann eher das enttäuscht und dann nicht weiß, dass er Nachweisführung einfordern kann. Die Nachweisführung ist beim Lieferanten? Ja, ja. Okay. Also letztendlich muss er nachweisen, warum es ist oder warum es dazu Problemen kommt. Okay. Warum, woher die Unstimmigkeiten kommen. Gut zu wissen. Dankeschön. Also da gewinnt der Verbraucherschutz auch wieder dann bei Verbraucherschutz. Oh Gott, nein, Verbraucherschutz ist an der Stelle wirklich eine gute Sache und fordert auch an der Stelle Codequalität, die zum Beispiel der Stefan ganz gut liefert. Stefan, ich habe deine Handzeichen damit. Danke für die Überleitung, du hast schon etwas. Ich wollte nur gerne ergänzen. Danke, dass du die rechtlichen Rahmenbedingungen so aufzeigst. Die sind mir auch immer alle so nicht bewusst. Kurzen Einblick in aktuelle Entwicklungen geben im Rahmen von diesen zeitvariablen Tarifen, weil das ja ein großes Trendthema ist, mit dem wir uns auch in OpenMS aktiv beschäftigen. Und wir hier bei Fenicon natürlich auch. Also zum einen, wofür es gerade einen Pull-Request gibt, das ist ein Controller, der aktuelle, der im OpenMS ist, für Speichersysteme, sorgt ja nur dafür, dass der Reststrombezug in die Zeiten gelegt wird, in denen der Preis dann möglichst niedrig ist. Die Variante, die jetzt gerade im Pull-Request ist, die wir auch bereits testen in Schweden, das ist ein Controller, der dann auch aktiv den Speicher aus einem Netz beladen kann. Das ist ja was in Deutschland immer so je nach EEG und Anschluss nicht so ganz einfach ist, aber das testen wir gerade und ist im Pull-Request. Darüber hinaus haben wir einen Pull-Request gerade in Arbeit, der N2E, also diese Transparenzplattform auf europäischer Ebene, also wo sich die ganzen TSOs zusammengeschlossen haben, um dort die API zu verwenden, um Day-Ahead-Börsentarife von den verschiedenen Stromnetzbereichen in Europa einzusammeln. Das ist dann mehr so ein generischer Datenprovider, der halt nicht den tatsächlichen Preis zur Verfügung stellt, sondern halt einfach nur den Börsenpreis in dem jeweiligen Netzgebiet. Und also das sind zwei Themen, da gibt es aktuell einen Pull-Request dafür, also wird es relativ zeitnah dann auch geben. Und das dritte ist das große Thema Fahrplanmanagement. Da gibt es viele Ansätze und Ideen, da gibt es aber noch keinen fertigen, zumindest keinen fertigen öffentlichen Code, wo dann eben nicht nur Batteriespeicher entsprechend gesteuert werden, sondern eben auch E-Auto-Ladesäulen und so weiter. Also das ist ein Entwicklungsthema, aber noch nicht öffentlich. Genau. Ich mache die Einladung, dass jeder, weil ich habe gerade mal durchgeguckt, wer eigentlich heute alles dabei ist, und es würde mich sehr wundern, wenn nicht noch die ein oder andere Frage kommen würde, beziehungsweise Diskussionsbeitrag, weil es ist tatsächlich ein sehr, wie man gerade eben ja auch gesehen hat, beim Stefan, von den Pull-Requests her. Es ist ein sehr komplexes Thema
obwohl es ja erst einmal sehr einfach klingt. Oh ja, wir haben halt unterschiedliche Zeiten, haben unterschiedliche Preise. Und dazu verbirgt sich einiges hinten dran. Ich erkläre nochmal kurz die Funktion. Es gab, Stefan, du kannst besser sagen, wie ich momentan, wie es jetzt funktioniert hat. Unten auf Raise Hand wahrscheinlich klicken. Also genau. Ich war gemutet. gut. Stefan, dann lass uns doch mal den Christoph mit dazu holen. Achso. Hallo Christoph. Hallo Thorsten. Ja, ich habe eine Message geschrieben, aber die scheinst du nicht lesen zu können. Aber dann kann ich das mündlich machen. Hört ihr mich? Einwandfrei. Okay. Ja, kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Du hast jetzt über ganz viele Probleme gesprochen, gipfelnd in dieser Horrorzahl 20-30% Fehler. Jetzt haben wir aber, hast du bei Strom, mit Stromdauerlösungen, bei Fennicon haben wir verschiedene Tarife eingebunden. Haben wir die Fehler da auch? Betreffen die uns auch, weil die irgendwo von den Daten, die wir beziehen, herkommen, oder machen wir da irgendetwas besser, dass wir die nicht haben, diese Fehler? Also ich war da jetzt auch ein bisschen geschockt. Klär mich da bitte mal auf. Wir haben die genauso. Wir haben es mit Sicherheit genauso. Und vielleicht dann halt nur 15% falsch. Oder nur 10%, aber es ist genauso Probleme vorhanden. Es ist ein bisschen ein strukturelles Thema. Nehmen wir mal ein Beispiel. Entschuldigung, das ist gar nicht die Annahme, dass da schon wieder ein Fehler hinten dran ist, sondern dass es alles gut ist. Die Transparenzplattform NZOE hatte der Stefan gerade angesprochen. Die liefert zwei Tage nach Fakt, also in den kommenden 48 Stunden zwar schon Daten über die voraussichtlich waren, aber erst danach 48 Stunden werden die Daten rückwirkend angepasst auf neuere Erkenntnisstände. So, wenn man das bei der Implementierung nicht beachtet, geht man natürlich davon aus, dass zum Zeitpunkt, wo ich das abgerufen habe, da war ja schon ein Datenwert drin gestanden, also kann ich den auch nehmen. Und jemand anders greift zu einem späteren Zeitpunkt zu, wird schon wieder schwierig. Bei der Qualität des Entwicklers. Also wenn der da Fehler macht, dann kommen am Ende auch Fehler raus. Ja, genau. Aber dann geht man aus, dass wir die Dinge, dass wir doch darauf achten, dass wir da Qualität reinbekommen. Richtig. So, und jeder, der Softwareentwicklung macht, weiß, dass er Fehler macht. OpenEMS, dass wir die, unter anderem, weil wir Open Source sind, weil da mehrere Augen drauf schauen, dass diese Problemursachen doch schon massivst eingedämmt werden. Ja, auf jeden Fall. Nur würde ich nie sagen, dass eine Softwareentwicklung fehlerfrei ist. Das wäre das erste Mal, dass ich das in meinem Leben erleben würde. Ich wollte auch mit nicht übertriebene Angst, insbesondere keine Angst, die zum Nichtstun bewegt, schüren, sondern ich wollte ein Achtung. Achtung, da gibt's was, da müssen wir drauf achten. Und das müssen wir eben nicht nur im Code drauf achten, sondern wir müssen auch in der Erwartungshaltung, in der Umsetzung, in den Ideen und letztendlich in den Geschäftsfällen, die hinten dran sind, beachten. Ich weiß, wir haben hier heute, zumindest auf der Teilnehmerliste, steht da drauf, haben wir jemanden, der kann sich über diese 20-30% fehlerhafte Daten, da weiß er ganz genau, um was es geht. Konform, man muss es wissen, dass es ist, und man muss auch wissen, dass es technische Lösungen gibt, wenn man darauf achtet, aber im Hype-Thema, ich kaufe meinen Preis nach Börsenstrompreis ein. So einfach ist es eben nicht.
Und wir lösen ganz viele Probleme, kann man über dynamische Stromtarife lösen, wie zum Beispiel regionale Defizite, also Überdeckung, Unterdeckung, sogenannte Engpassbewirtschaftung, kann man damit wesentlich optimieren. Man kann auch in den, über die Netzentgelte ganz, ganz viele machen, also noch wesentlich mehr Dynamiken reinbringen. Es ist aber meistens nicht so einfach. Aber wer den Weg nicht, wer nicht den ersten Schritt wagt, wird auch nie am Ziel ankommen. Und das Ziel sollte eigentlich sein, eine kosteneffiziente Energiewende hinzubekommen. Und die funktioniert nur, wenn man auch über Kosten spricht und in statischen Tarifen kann man eben wesentlich leichter kleine Beträge reinstecken, die für komische Dinge gebraucht werden, wie zum Beispiel den Kohlepfennig. Oder die Stromsteuer oder sonstige. Ja. Gut. Christoph, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet bzw. kommentiert. Ja, ein gutes Stück schon. Also für mich ist es, wenn ich das alles richtig verstehe, und ich habe mich ja mit vielen Menschen schon drüber unterhalten, ich glaube, wir können als OpenEMS, um jetzt gerade auf dein Thema, dem du so einen breiten Raum gegeben hast, nochmal einzugehen, genau das ist ja ein Grund, dass wir als OpenEMS dann diese Dinge in irgendeiner Form zu einem Dienst bündeln und zur Verfügung stellen, sowohl vor dem Netz als auch hinter dem Netz. Also in meinen Nicht-Entwickler-Worten ganz einfach, dass wir zum Beispiel Tarife einsammeln, die entsprechend aufbereiten, wenn es notwendig ist, für Qualität in den Daten sorgen, wo da noch was getan werden muss, eben auch den Code, der da in Zukunft ja von ganz vielen gemacht werden sollte, dass in der Stadtwerke Stromanbieter da draußen die Angst haben, dass sie alle ganz viel selber machen müssen, dass wir da Lösungen zur Verfügung stellen, die dann mit einer hohen Qualität rausgehen und auf der anderen Seite in das FEMS von Fennecon gehen, in das XEMS von irgendwelchen anderen OpenEMS-Partnern. Es gibt ja in OpenEMS ja nicht nur ein Energiemanagementsystem, sondern schon einige. Und dann gibt es ja auch noch Energiemanagementsysteme, die da ganz draußen sind, die proprietär sind. Und das könnt ihr mir vorstellen. Und da hatte ich auf der Messe jetzt in München einige Nachfragen, auch von unseren Mitbewerbern, von Fennecon, dass die gesagt haben, wir wollen das nicht alles selber machen, bietet uns doch sowas mit an, dass wir dann an unser Energiemanagementsystem auch noch andocken müssen und nichts selber tun müssen. Und in die Richtung würde ich das jetzt, das werden wir heute jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, aber das, da würde ich auch gerne einladen, wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Weil da, glaube ich, können wir als OpenEMS was bieten. So, solange nicht jetzt jemand noch die absolut letzte Sekunde nutzt, um die Hand zu heben, würde ich nämlich das fast als Schlusswort nehmen, bevor wir an die Tische quasi verschwinden können. Die gleich kommen, sobald ich hier auf End Session klicke, kann man sich an die virtuellen Tische dran setzen. Und da ist jeder herzlich eingeladen. Der nächste Networking Friday, wir sind in der Sommerzeit, da ist die Taktung ein bisschen geringer, ist am 28.07. wie für Networking Friday üblich, es ist ein Freitag. Da wird uns der Andreas Engel in süddeutschem Dialekt erzählen, was ein virtuelles Gemeindewerk ist. Und seiner Vorstellung von dem virtuellen Gemeindewerk. Ich weiß von einem Vortrag von vor kurzem von ihm, es wird spannend, weil es geht mal ausnahmsweise nicht nur um Strom. Und es geht ganz viel um politische Prozesse, die da im Hintergrund sind.
In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Restfreitag und dann natürlich hoffentlich ein erholsames Wochenende. Würde mich freuen auf die Teilnahme A jetzt gleich an den Tischen und B auch am nächsten Networking Friday. Generell Vorstand at openems.io für Rückmeldungen zur OpenEMS. Mitglieder sind herzlich willkommen, auch im Forum zu kommentieren. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.